Ja, hallo Natur- und Pilzfreunde, hier ist wieder euer Pauli und ich bin jetzt Ende Oktober nochmal im Wald unterwegs auf Pilzpirsch sozusagen mit einem kleinen Anhang. Mein Sohnemann ist unter anderem auch wieder dabei, hat mal wieder einen seiner Lieblingspilze hier gefunden. Zeig mal. Das wär's, gell? Das wär nur ein richtiger Steini wäre, oder? Ja, und mein Naja. Sohnemann hat mich jetzt auch schon des Öfteren gefragt, ob er vielleicht mal hier die Rolle des Kameramanns einnehmen darf. Und deshalb gebe ich heute für die heutige Folge das Handy meistens aus der Hand, sozusagen, ja. Und es ist total genial. Also jetzt Ende Oktober, ich hätte nie damit gerechnet, es ist nochmal relativ mild geworden. Und der ganze Waldboden steht hier voller Pilze. Willst du es mal filmen? Warte, ich helfe dir ein bisschen. Hier, dass man das mal sieht. Ja, also Den Baumstamm. wir haben so kleinere Pilze, Schwindlinge, denke ich mal. Dann haben wir hier Korallenwachstum. In diesem Fall hier so eine helle weiße Koralle. Baumpilze in allen möglichen Variationen und Farben. Hier so bräunliche Pilze. Also ich untersuche die jetzt auch nicht genau. Das ist jetzt einfach nur, dass man mal sieht, dass es wirklich noch pilzt sozusagen im Wald. Und das finden wir beide richtig, richtig cool, ja, würde ich auch mal So, sagen. und hier an diesem Baumstumpf haben wir jetzt ein paar Schwefelköpfe entdeckt, die hier gerade rauskommen. Und ich kann das jetzt wirklich nicht genau beurteilen, weil die noch so jung sind. Ja, ob die mal rauch- oder grünblättrig werden, könnte vielleicht sogar eher die Variante sein, die dann grau wird, also sprich essbar wäre. Aber da lassen wir natürlich die Finger davon, gell, wenn wir uns nicht sicher sind. Stellen wir die wieder zurück zum Aussporen. Upsala. Hier wieder hin. Jawohl. Und weiter geht's. Jetzt haben wir hier noch im Wald eine Tomate gefunden. Na, das wird wohl keine Tomate sein, das war ein Spaß. Das ist ein junger Fliegenpilz. Giftig. Und deswegen sage ich immer zu den Leuten, nicht essen. Weil er giftig ist. So, dann haben wir hier noch tatsächlich ein paar Hexenröhrlinge gefunden. Hat natürlich der Papa wieder mal gefunden. Und so, dann haben wir daneben. Aber du hast ihn gleich erkannt, gell? Und dann haben wir Gleich richtig gewusst. daneben noch eine Marone, ein Rotfüßchen gefunden. Hast auch gleich gewusst. Und das Rotfüßchen kann man leider nicht mitnehmen. Die bleiben hier im Wald stehen, damit sie aussporen können. Also euer Nikolas. Ja, jetzt haben wir hier tatsächlich noch einen Steinpilz gefunden. Neben einem, ja, weiß ich jetzt auch nicht genau, Ritterling oder sowas. Und mein Sohnemann hat ihn gerade abgeschnitten, aber wie man sieht, uah, ist ja, hat die Konsistenz eines weich gekauten Kaugummis. Und wie man sieht, kommen oben aus den Schneckenfraßstellen sogar schon die Maden raus. Und deshalb, Und deshalb lieber stehen lassen und aussporen. genau. Ja, jetzt haben wir hier wohl am Hang noch ein Marönchen entdeckt und mein Sohnemann versucht hier jetzt mal hochzuklettern. Schaffst du es? Magst du es mal rausnehmen? Jawohl. Vorsichtig rausdrehen. Jetzt zeig mal her deinen Fang. Erstmal wieder runter. Ja, dreh mal um, dass man den Schwamm sieht. Doch noch ein kleines Marönchen gefunden, oder? Sollen wir das mitnehmen? Ich guck mal gleich noch, ja, ob man es noch gebrauchen kann. Also, jetzt haben sich hier auch noch die Bäume gefunden. Schön rot, gelb und bräunlich und grün. Dann sind hier noch schön die Berge. Ja, und zufällig einmal Straße. Ja, und der Farn ist auch schon ganz herzlich, ganz
braun und gelblich, gell? Schöne Herbstfarben, oder? Ja. Und die Sonne passt doch auch wunderbar dazu. Ja. Also, tschüss, euer Nikolas. Jetzt haben wir hier Pilze gefunden, die durch den Teer wachsen. Zum Beispiel so stark wie Superman. Das glaube ich jetzt eigentlich nicht. Aber schön, dass wir mal gesehen haben, dass hier Pilze durch den Erdboden schießen. Durch den Asphalt, ja? Oder durch den Asphalt. Ganz stark sind die, gell? Ja. So, jetzt haben wir hier noch braune Pilze gefunden, dass der Papa nicht weiß, was das für Pilze sind. Ja, habe ich leider auch keine Ahnung. Deswegen lieber aussporen lassen im Wald. Ja, hier haben wir jetzt noch einen, ja, so einen grün-grauen Pilz entdeckt. Habe ich letztes Jahr schon mal gefunden. Während hier der halbe Wald zerlegt wird. Was machst du da? Das Lagerfeuer, ich glaube, wir machen heute kein Lagerfeuer mehr, aber naja, solange sie Spaß haben, die Kinder. Wie gesagt, zurück zu dem Pilz, der hat also so eine, ja, grün-graue Oberfläche. Am Rand hier so etwas weißlich ausgefranst. Die Lamellen unten, die sind also so, ja, grau, schmutzig weiß. Und ein relativ heller Stiel mit einer dunklen Manschette. Jetzt haben wir hier tatsächlich noch, den hat natürlich die Petra gefunden, tatsächlich noch einen Ameisenhaufen gefunden. Und deswegen sage ich jetzt mal, nicht näher rangehen, weil die Ameisen, die machen, die tun, wenn sie im Fuß gehen, fieseln und das brennt. Und dort sind natürlich noch Pilze. Und die Pilze kann man natürlich nicht essen. Also? Ah, ich glaube, das sind Nebelkarpfenkatzen. Die sollte man nicht essen, ja? Ja, und das ist wirklich eine pure Freude, dass man jetzt trotz einiger Nachtfröste hier Ende Oktober wirklich noch so viele Pilze findet. Ja, hier haben wir jetzt noch einen Milchling mit weißer bzw. durchsichtiger Milch. Da lasse ich natürlich die Finger davon. Hier jetzt die ganzen Schopftintlinge, die ich neulich schon mal gezeigt habe in meinem letzten Video. Ja, die jetzt also teilweise hier schon am Zerfließen sind. Aber es kommen auch noch junge nach, da werden wir dann welche mitnehmen. Jetzt haben wir hier oben noch ein paar schöne Fliegenpilze gefunden. Ja, und die sehen schön aus, aber sind giftig. Und dass hier der Papa mit dabei ist. Also ich finde, der macht das schon sehr, sehr gut, dein kleiner Kameramann. Also, dann wünsche ich mal einen weiteren schönen Spaziergang. Ja, Pilzfreunde, es ist wirklich der Wahnsinn, wie jetzt nochmal die Fliegenpilze aus dem Boden schießen. Also wenn man allein hier mal unter diese Fichte schaut, also größer als der Handteller, sind die Burschen. Hier kommen noch lauter Junge nach. Also hier schaut es wirklich aus wie im Märchenzauberwald. Also allein an dieser Stelle hier, da stehen mindestens, ja, 20, 25 Fliegenpilze. Und es kommen auch noch lauter Junge nach. Wahnsinn. Ein absolutes Vorzeigeexemplar. Schaut ein bisschen aus wie so ein, ja, wie so ein Astronautenhelm. Das ist wirklich der Wahnsinn hier vorne. Das nimmt ja gar kein Ende. Ich muss mich korrigieren. Also hier stehen mindestens insgesamt, ja, 30 bis 40. Oder wie in einer Zauberwiese. Was sagst du? Schon, gell? Wahnsinn. Und einen Täubling habe ich hier auch noch irgendwo entdeckt. Wo war denn der nochmal? Hätte ich gar nicht mehr damit gerechnet. Hier.
Der ist bloß leider natürlich schon hinüber, schon total weich. Und dann haben wir hier auch noch, kenne ich aber nicht genau, hier solche ganz hell sandfarbenen Burschen. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Es freut mich wirklich sehr, dass jetzt nochmal so viele Pilze aus dem Boden schießen. Hier wird überall fleißig gesucht. So Leute, also wir werden den Pilzspaziergang, die Wanderung für heute beenden. Das ist unsere Ausbeute. Also ich habe hier so ein Viertel bis Drittel einer Stofftüte vollgepackt mit jungen Schopftintlingen. Dann haben wir hier noch einen schönen großen, nochmal zum Vergleich meine Hand, einen schönen großen Birkenraufuß, ein kleines, aber feines Marönchen. Und da werden wir heute Abend noch irgendwas Leckeres zum Essen zaubern. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und durch die Fliegenpilze, also gigantisch, sowas habe ich eigentlich auch noch nie erlebt, wurde der Wald wirklich zum Zauberwald. Und ja, mein Sohnemann, der hat heute die meisten Passagen in diesem Video gedreht. Ich fand, er hat das wirklich super gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und ansonsten sage ich, pfiat's euch, ciao, tschüss, euer Paule.